Tiangong 1 ist abgestürzt. Der Abschutzort lag wie zuvor vermutet in unbewohntem Gebiet im Pazifik. Doch im Erdorbit lauern noch ganz andere Risiken, die weitaus gefährlicher sind. Wie der Absturz ablief, ob es gefährlich hätte werden können und wo die großen Gefahren durch Weltraumschrott drohen, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, das war das etwas unrühmliche Ende der ersten chinesischen Raumstation. Vollkommen unkontrolliert stürzte sie auf die Erde mit dem Risiko, Menschen zu verletzen und größeren Schaden anzurichten. Um 2.15 Uhr stürzte die unbemannte Raumstation in der Nähe von Tahiti in den Pazifik. Vorab hatte die chinesische Raumfahrtbehörde noch mitgeteilt, dass Tiangong 1 vor der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo in den Atlantik stürzen würde. Also immerhin nahe einer Millionenstadt, also nicht ganz ungefährlich. Dabei verfehlte sie Point Nemo, also jetzt im Pazifik an ihrem Absturzort, den dortigen Friedhof für Raumschiffe, Raumstationen und Satelliten nur knapp. Dort werden ausgediente Raumfahrzeuge kontrolliert zum Absturz gebracht. Die Stelle ist jeweils rund 2600 Kilometer vom nächsten Stück Land entfernt und das ist wirklich ein riesiger Abstand, wenn man sich vorstellt, dass die Raumstation ISS in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Deswegen ist Point Nemo übrigens auch als pazifischer Pol der Unzulänglichkeit bekannt. Etwa 2 Wochen braucht man, um dorthin mit dem Schiff zu kommen und natürlich auch wieder 2 Wochen, um zurückzugelangen. Das Risiko, dass ein Trümmerteil auf Land einschlägt, das gezielt zu Point Nemo gesteuert wurde, ist also nahezu null. Die Gefahr, dass hier irgendjemand geschädigt wird, absolut minimal. Point Nemo wurde übrigens mit Hilfe eines Computerprogramms entdeckt und zwar im Jahr 1992 von dem kroatischen Vermessungstechniker Hrvoje Lukatela. Den Namen hat dieser Ort allerdings nicht vom Fisch Nemo aus dem Zeichentrickfilm, sondern verdankt ihn einer Romanfigur und zwar Captain Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. An dieser Stelle im Ozean vermutet man nur wenig Leben, denn der Wind kann nur wenige Nährstoffe hintragen, da das nächste Land so weit entfernt liegt. Starke Meeresströmungen halten nährstoffreiches Wasser außerdem ab. Also wirklich der ideale Ort, um alles zu begraben, was man nicht mehr braucht. Laut NASA ist dies vor allem für größere Objekte eben wie Raumstationen und Raumfahrzeuge, die sich in einer niedrigen Umlaufbahn befinden, eine gute Möglichkeit. Denn bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie eben nicht vollständig verbrennen, bevor sie den Erdboden erreichen. Solche Raumschiffe und Satelliten werden dann kontrolliert am Point Nemo zum Absturz gebracht. Es gibt Schätzungen, nach denen hier mehr als 260 Raumfahrzeuge beerdigt worden sind und die Zahl ist in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Unter anderem ist hier auch die 142 Tonnen schwere Raumstation, die russische Raumstation Mir, begraben. Eigentlich sollen dort alle Raumfahrzeuge landen, die nicht mehr genutzt werden, aber bei Tiangong 1 haben die Chinesen 2016 die Kontrolle verloren. Es bliebe nichts anderes übrig, als dem Absturz zuzusehen. Für die Raumfahrtagenturen weltweit war es damit aber die Gelegenheit, ein Objekt über so lange Zeit zu verfolgen und ihre Tracking-Systeme zu checken. Beim Absturz ist die Raumstation laut chinesischer Raumfahrtbehörde CMSEO größtenteils verglüht, sodass nur noch wenige Teile dort abgestürzt sind. Vorab wurde geschätzt, dass es Teile mit einem Gesamtgewicht von 1,5 bis 3,5 Tonnen sein würden. Dabei ist der Absturz eines Satelliten oder Raumschiffes eigentlich etwas Positives, denn dann kann es oben im Erdorbit keinen Schaden mehr anrichten. Denn die unzähligen anderen Trümmerteile, die den Weltraum mittlerweile regelrecht vermüllen, stellen eine Bedrohung für uns dar, sagen Forschungsteams weltweit. Die NASA warnt vor einer unkontrollierbaren Kettenreaktion, eine absolute Katastrophe, das Kessler-Syndrom, ausgelöst durch einen Crash, werden innerhalb von Stunden ein Großteil der Flugkörper rund um die Erde zerstört, inklusive der internationalen Raumstation ISS. Immer wieder schlittern wir knapp daran vorbei. Es gab bereits 200 Kollisionen von Satelliten im Orbit der Erde, die eben nicht auf die Erde gestürzt sind und jede produziert wieder neue Schrottteilchen. Inzwischen geht man von, Achtung, 166 Millionen Trümmerteilen aus, die um die Erde schwirren. Wir sind im Moment quasi Zeuge eines Kessler-Syndroms in Zeitlupe. Spektakulärer Höhepunkt 2009 stoßen der Iridium-Satellit 33 des Iridium-Satellitentelefonnetzes Gewicht eine halbe Tonne und der russische Satellit Kosmos 2251 zusammen bei einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 40.000
1000 Kilometern pro Stunde bleibt von den beiden Satelliten nichts mehr übrig, außer 100.000 Schrottteilen. Sie haben jetzt die Chancen für den nächsten Unfall deutlich erhöht. Wir können also happy sein, dass Tiangong 1 auf die Erde gestürzt ist und dort oben keinen Schaden anrichten kann. Der wäre im Zweifel nämlich größer als hier auf der Erde. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Weltraumschrott und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Goodie. Es lohnt sich also. Also hier einfach draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, 1000 Raketen zum Mars. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.